Die Bären haben aufgegeben, steigende Kurse schaffen steigende Euphorie. Das ist die normative Kraft des Faktischen, könnte man sagen. Und die Euphorie ist derzeit so groß, dass man nirgendwo mehr in irgendeiner Form eine Gegenmeinung hört. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Welt ja jetzt nicht so super stabil scheint. Wir haben gestern diesen Putsch von oben gesehen in Südkorea. Wir sehen Syrien, wir sehen Iran, Israel, Nahe Osten. Also wir sehen schwache Wirtschaften, China, Europa, überall ein Problem, aber Euphorie an den Aktien. Märkten, Bären sind nicht gerade jetzt im Höhenflug und ich darf an eins erinnern, es gab schon Zeiten, als nur noch bärische Stimmen zu hören waren. Da gab es keine bullischen Stimmen und das waren meistens gefährliche Zeiten für die Bären. Ist es jetzt eine gefährliche Zeit für die Bullen, wenn es gar keine bärischen Stimmen mehr gibt? Das, was mir ja vorgehalten wird, bärisch und so weiter. Ich versuche einfach mal ein bisschen die Dinge einzuordnen. Übrigens 1929, da war die Euphorie ja auch sehr groß. Und der Schritt von totaler Euphorie zu ziemlichem Kater, der ist nicht allzu weit. Das sagt jetzt auch ein Großinvestor, der Milliardär, der ist und sagt, ich reduziere jetzt Aktienpositionen. Denn es droht ein Crash wie 1929 aufgrund der ausufernden Schulden der Staaten. Und interessanterweise kauft er da 3-monatige US-Staatsanleihen. Also versucht sozusagen in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit zu fliehen. Das alles jetzt vor dem Hintergrund eben dieser steigenden Kursziele für den S&P 500. Wir sehen, das wird immer weiter angehoben. 5.300 bis Monatsende, so meint jetzt JP Morgan. Die Bären, so Citigroup, werfen das Handtuch. Und das ist mir auch aufgefallen, was hier QE Infinity beschreibt. Auf CNBC, dem Börsensender, gibt es null bärische Stimmen mehr. Gibt es gar keine andere Meinung mehr. Es ist alles nur bullisch, es ist alles nur nach oben gerichtet. Und ja, das ist die normative Kraft des Faktischen. Steigende Kurse schaffen steigende Euphorie. Aber erinnern wir uns, Ende 22 war die Stimmung ganz schlecht, weil damals ja die Fed Anfang 22 angekündigt hatte, die Zinsen anzuheben. Das haben die Aktienmärkte nicht so toll gefunden. Daraufhin dann negative Ausblicke Ende des Jahres auf 2023. Also das Gegenteil, was jetzt der Fall ist. Jetzt denken alle, mit Trump wird es alles nach oben gehen. Noch weiter, noch schneller, noch höher, noch besser. Aber einer sagt, nein, nicht mit mir, Leo Ko Guan, ein Milliardär, drittgrößter Aktionär von Tesla, der sagt, ich fürchte eben eine Art Wiederholung von 1929, ausufernde Schulden, Weltkriegsgefahr. Und auch das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir da schon eine gewisse Kriegsgefahr haben, wie die Dinge sich da gerade mit Russland entwickeln. Und wir sehen, dass die Märkte das aber anders sehen. Der WIX 8 Tage in Folge jetzt mit fallenden Kursen. Wir haben allerdings eine positive Divergenz im RSI. Wir sind bei 13, irgendwas. Und jetzt all das vor dem Hintergrund, dass wir gestern beim SPY, dem maßgeblichen ETF, das geringste Volumen seit dem Jahr 2005 gesehen haben. Also seit fast 20 Jahren nur 26 Millionen Kontrakte gehandelt. Das ist das geringste Volumen außerhalb eines Feiertags, wo aber trotzdem Börsenhandel passiert in den USA, oder eines verkürzten Handelstags, so wie jetzt der Black Friday letzten Freitag. Also ohne Beteiligung sozusagen von großen Playern, so scheint das hier zu sein. Einzelaktien, vor allem Meta jetzt mit einer massiven Rallye in den letzten beiden Tagen, kommt jetzt oben an so eine Trendlinie. Was wird da jetzt passieren? Meta übrigens, schlechte Nachricht für die Grünen-Fraktion hier in Deutschland, wird jetzt wie die anderen großen Tech-Werte auf Kernkraft setzen, um hier diese Datencenter mit Strom versorgen zu können. Ja, die Grünen sagen ja immer, also Kernkraft viel zu teuer, das geht ja gar nicht. Die ganze andere Welt, die Restwelt sozusagen, geht einen anderen Weg. Und das ist halt das, wenn du 200 Geisterfahrer dir entgegenkommen siehst, da kannst du mal die Frage stellen, vielleicht bin ich ja der Geisterfahrer, wenn die anderen Geisterfahrer so zahlreich sind. Aber nein, auf diese Idee kommt man nicht, gell? Wir müssen hier CO2-freier werden, denn am deutschen Klimawesen wird die Welt genesen. Das ist sozusagen Klimaimperialismus auf eine ganz besondere Art und Weise. Zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Heute wichtige Daten und heute vor allem Auftritt von der Schromi. 19.40 Uhr deutscher Zeit wird er sich in einer Diskussion äußern und möglicherweise kennt der Schromi schon die Arbeitsmarktdaten, die ja am Freitag veröffentlicht werden. Heute ein Ausblick auf diese Arbeitsmarktdaten mit dem ADP um 14.15 Uhr und 16 Uhr an der ISM Dienstleistung, ja wichtig für die USA, Dienstleistung ja über 70%.
Des BIPs, wir hatten jetzt am Montag, glaube ich, war es, den ASM-Gewerbe etwas besser als erwartet, aber immer noch schrumpfend, also unter der 50er-Marke. Jetzt Auftritt von San Francisco Fed-Chefin Daly, die gesagt hat, ja, schauen wir mal, ob wir jetzt im Dezember die Zinsen senken, aber die Inflation ist auf dem Weg Richtung 2% und überhaupt alles schick. Die Märkte sehen eine Wahrscheinlichkeit von fast 74%, dass die Fed die Zinsen jetzt am 18. Dezember, ist es, glaube ich, senken wird, also sind da relativ überzeugt, obwohl wir einige Inflationsparameter haben, die jetzt wieder alle über 3% sind. Also das ist eigentlich jetzt nicht der optimale Zeitpunkt. Und dann Daly eben auch mit der Aussage, selbst wenn wir jetzt noch eine Zinssenkung machen, dann ist die Geldpolitik immer noch restriktiv. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, sonst würden die Aktienmärkte nicht da stehen, wo sie stehen. Krypto und so weiter und so fort, alles ja im Rausch. Das passiert nicht, wenn du wirklich eine restriktive Geldpolitik hast, so wie sie im Jahr 2022 eben damals begonnen wurde. Trump will ja den Handelskrieg beginnen. Jetzt geht der JP Morgan her und guckt mal, ja, was hat das für Auswirkungen? Ein softes Szenario, ein härteres Szenario. Und siehe da, es ist inflationär und wird BIP kosten in beiden Fällen. Vor allem Kanada ist ein großer Faktor. Also Zölle gegen Kanada haben die größte Wirkung, das ist die Message. Dann kommt Mexiko und dann kommt China. Aber du hast dann auf der anderen Seite solche Firmen wie Walmart, die einen Großteil ihrer Waren aus China beziehen. Wie soll das für solche Firmen dann gehen? Wie soll das für den Ölpreis gehen, wenn Trump sagt, drill baby drill, der will ja 3 Millionen Barrel pro Tag mehr fördern. Die USA ohnehin mit Abstand schon größter Förderer von Öl. Der Anteil Saudi-Arabiens etwa, der schrumpft immer weiter. Und dementsprechend kommen die Saudis immer mehr unter Druck, weil wenn die USA noch mehr Angebot auf den Markt bringen, können sie auch viel besser eine Preispolitik bestimmen, als das lange die Saudis konnten über die OPEC. Also da wäre das, wenn der Ölpreis weiter fiele, wäre das ein disinflationäres Moment. Im Gegensatz zu dem, was jetzt beginnt oder was China gestern als erste konkrete Antwort gegeben hat, nämlich Verbot von Germanium- und Gallium-Exporten in die USA. Bisher brauchte man eine Lizenz, jetzt ist es komplett verboten. Und das brauchst du gerade in Waffentechnik, in Militärausrüstung, brauchst du diese Geschichten. 98% des weltweiten Vorkommens von Gallium ist in China. Du brauchst es für Nachtsichtgeräte, für Satellitenkommunikation. Also das ist sehr, sehr zentral. Und die Wall Street sagt, ja gut, ne? Wir haben doch irgendwo in Montana, haben wir doch kürzlich ein bisschen was gefunden von diesen seltenen Metallen, aber da sind Umweltschutzorganisationen versuchen, die Förderung dieser Metalle dann zu verhindern. Das wird wahrscheinlich unter Trump nicht sehr erfolgreich sein. Und apropos Trump, kurz bevor der jetzt an die Macht kommt, sehen wir plötzlich eine radikale Verschlechterung der Weltwirtschaft, sichtbar in den Daten hier von Goldman Sachs, der Surprise Index im November, eine echte Katastrophe. Und in Sachen Außenpolitik noch, by the way, DeSantis, der sich mit Trump ja einen regelrechten Krieg geliefert hat. Trump hat immer gesagt, der scheinheilige DeSantis, der könnte jetzt Außenminister werden, nachdem Peter Hegseth immer mehr unter Druck kommt wegen persönlicher Verfehlungen in seinem Privatleben. Und jetzt switchen wir mal nach Europa. Und hier passiert Lustiges. Jetzt shorten Hedgefonds den Euro und longen den Yen, weil sie sagen, ja, die EZB wird die Zinsen senken, die Japaner müssen sie anheben. Das ist erklärte Absicht auch der japanischen Notenbank. Holzmann, der Österreicher, hat gesagt, ja gut, Zinsen senken im Dezember, ja, aber nur 25 Basispunkte, nicht mehr. All das natürlich vor dem Hintergrund dieser politischen Unruhen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Michel Barnier abgelöst wird als Premier heute bei diesem Misstrauensvotum, liegt bei 90%, laut Wetteplattformen. Nach wie vor die Risikoaufschläge französischer Anleihen gegenüber deutschen Anleihen deutlich erhöht. Nur Macron erwartet, dass die Regierung dieses Vertrauensvotum gewinnen kann. Übrigens, Frankreich will einführen eine Kapitalertragssteuer auf unrealisierte Gewinne bei Bitcoin. Wer also Bitcoin bei $50.000 gekauft hat und jetzt bei knapp $100.000 den Kurs sieht, der muss dann auf diese Differenz Steuern zahlen. Uiuiuiui. Frankreich, pardon, wird wahrscheinlich nicht der einzige Staat bleiben, der solche Gedanken hegt. Interessantes passiert in Asien, meine Damen und Herren. Das erste Mal seit 15 Jahren sind japanische Staatsanleihen höher rentiert als chinesische. Das zeigt, dass im Grunde jetzt die Chinesen die japanische Krankheit haben, nämlich einen Boom, Immobilienboom, der dann platzt und dann Probleme
Deswegen fallen die Renditen in China, in Japan steigen sie, weil die Inflation steigt und die Notenbank die Zinsen anheben muss. Kommen wir nach Südkorea, dort ja. Diese seltsamen Vorgänge um den Präsidenten, der jetzt so die Forderung der Opposition entmachtet werden soll, das war schon ein sehr schräges Schauspiel, was da gestern passiert ist. Gott sei Dank keine Gewaltausbrüche, der südkoreanische Aktienmarkt negativ reagiert, aber es ging, -2%, das geht noch. Der Won dagegen, also die südkoreanische Währung, hat sogar zulegen können. Die Notenbank hatte ja gesagt, wir werden alles tun. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch hier ja dieser Bericht aus den USA, der sagte, das war ein Laborunfall in Wuhan. Und diese Idee konnte man ja durchaus haben, nachdem in einem der wenigen Labore der Welt an diesem Coronavirus geforscht wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen, wie man sehr früh erfahren hat, in Wuhan sehr schlecht waren. Und ausgerechnet, da bricht etwas aus, bricht ein Coronavirus aus. Da musste man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, aber wer das gemacht hat, der wurde ganz bös diskreditiert in den Medien, Verschwörungstheorie, ebenso wie jemand, der zum Beispiel, oder wie Forscher, die frühzeitig sagten, ja, es sind Aerosole, die Corona übertragen, auch ganz böse Menschen. Also wir sehen, wir sollten vorsichtiger sein, sollten gerade jene vorsichtiger sein, die sich immer auf die Wissenschaft berufen, Wissenschaft, Wissenschaft, und letztendlich nur ihre eigene Agenda damit instrumentalisieren. Es wird auch Fragen geben dann in Sachen Drosten, in Sachen Fauci. Das wird eine spannende Aufarbeitung, die da noch vor uns liegt. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zum Schluss eben nochmal über diesen Tesla, Großaktionär, der hier offenkundig nicht der Auffassung ist, der Mainstream-Medien an der Wall Street hochinteressant, wie ich finde. Und die zweite Empfehlung auch interessant nochmal, was die Citigroup sagt, warum oder inwiefern die Bären das Handtuch geworfen haben. Also diese beiden Empfehlungen. Servus, ciao.